Yo Leute, was geht? Whitey und herzlich willkommen, Freunde Skylines Imaginators, neue Informationen, neue Bilder für euch und zwar, Freunde, ja, neue Legendary Charaktere, beziehungsweise nur einer eigentlich, ja, ein neuer Legendary, Freunde, ist öffentlich geworden, richtig, richtig geil. Und warum ich dazu feier, Freunde, werde ich euch auch sagen, weil, als wir uns letztes Mal diesen Pitboss angeguckt haben, ja, da war ja dieser Legendary Pitboss in einer ganz anderen Farbe, ja, nicht die schwarz-goldene, was ich brutalst gehasst habe bei den Legendary Figuren, Freunde, nein, der war jetzt so rot-gold gewesen, ja, das habe ich ja brutalst gefeiert, muss ich ja wirklich sagen, mit ist, alle haben gedacht, das wäre verkehrt herum oder wäre falsch gewesen, aber nein, Freunde, es ist wirklich so, denn ToysRUs.com, ja, amerikanisches ToysRUs, Freunde, hat den, Tweetip als Legendary Character öffentlich gemacht, Freunde. Ja, richtig geil. Ich feiere diese Figur so hart jetzt gerade. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja, weil ich finde das. Das sieht einfach so brutal geil aus. Natürlich könnte die finale Figur ganz anders wieder aussehen. Ja, das ist jetzt wirklich nur so ein Art, so ein Figurenworks, Artwork-Kack da. Wisst ihr, wie ich meine? Das schimmert jetzt. Bisschen Photoshop draufgelegt und so. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, natürlich könnte die ganze Figur anders aussehen. Aber ich feiere diese neue Legendary-Variante brutal. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, Freunde, rot, gold gehalten. Ja, nicht dieses ekelhafte Schwarz-Gold. Ja, ich hab es wirklich gehasst, Freunde. Ich hab es wirklich gehasst, ja. Und was ich noch mehr feier als diese Figur selber, Freunde, ja, das ist diese verdammte Verpackung, ja. Allein die Verpackung ist ja schon geil, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ne. Aber jetzt guckt euch mal die Legendary-Verpackung an, Alter. Guckt euch die mal an. In Gold gehalten, Freunde, ja. In Gold gehalten, mega fett, Alter. Ich komme gar nicht mehr klar. Ich schwör's euch, Freunde, das ist so brutals geil, ja. Allein, wenn man sich das jetzt, man muss sich das jetzt nur mal vergleichen. Das hier, ne, ist, also der Tweep-Tipp kommt als Welle 2 raus. Außer der hier, der ist gelistet für Welle 1 schon, ja. Freunde, man muss das jetzt nur mal miteinander vergleichen. Guckt, lasst das jetzt mal auf euch wirken. Guckt euch mal die Legendary-Version an, ja. Und guckt euch mal die normale Version an. Ja, wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Es ist schon wirklich ein Unterschied, ja. Und ich persönlich muss sagen, wenn man... Lest euch das mal hier durch. Legendary Tweetip. Ja, lest euch das mal durch. Und dann steht da Master Tweetip. Dieses Legendary kommt viel besser hinter diesem... vor diesem goldenen rüber. Wisst ihr, wie ich meine, ja? Also, ich muss wirklich sagen, ich feiere Tweetip brutalst. Ja, also, die Legendary-Variante auf jeden Fall. Und ich denke mal, falls ich ihn nicht bekommen sollte, werde ich ihn mir definitiv auch holen bei ToysRUs sofort bei Release. Ich hoffe, dass ihr den auch sofort bekommt. Ihr seht, Freunde, da only at ToysRUs. Das heißt, er wird wahrscheinlich nur... also in Amerika ist es auf jeden Fall so. Dann denke ich mal, dass es hier bei uns auch so sein wird. Ja, Freunde? Geil, oder? Mega, mega geil. Auf ToysRUs.com, Freunde, haben wir auch sogar... einem Video dazu. Ich versuche das jetzt einfach mal einzublenden für euch, Freunde. Ich weiß nicht, ob das klappt, ja. Ich habe jetzt hier schon so weit geöffnet, ne. Ich kann nur noch nicht versprechen, dass es jetzt wirklich zu 100% funktioniert, ja. Das müssen wir jetzt einfach mal eben schnell austesten hier, würde ich sagen. Okay. So, wir versuchen es einfach mal, Freunde, ja. Vielleicht klappt es, ja. So, hier haben wir Tweetip, ja, und Freunde, sogar in Legendary Tweetip-Variante wird dieses Video gezeigt, ja, das ist einfach brutalst hammergeil, ja, ich, wie gesagt, Freunde, ich feiere das so hart, dat, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ja, ich feiere das so brutalst, ja. Ja, und was man hier natürlich sehen kann, das konnte man auch schon bei den anderen Charakteren sehen, dass wenn man halt wahrscheinlich diese Senseis, diese Master Skyliner draufpackt, dass dann halt genau dieses Aussehen, so diese Kostümarten halt für die Imaginator freigeschaltet werden. Also dann zum Beispiel so ein Hornhelm da oder die Keule, ja, Freunde, das wird wahrscheinlich dann auch so passieren, wie ihr es gerade hier gesehen habt. Ihr müsst euch mal auf Amazon von Dr. Crankcase, Tech1 Quo und Hutzickel und so weiter angucken. Ne, Hutzickel noch nicht, wäre es eine andere Schurke gewesen. Wolfgang und so, ja. Da wird das auf jeden Fall alles gezeigt, ja. Freunde, müsst ihr euch auf jeden Fall mal ganz gepflegt geben, ja. So, Freunde, wir gehen jetzt weiter wieder zu unserem Bildschirm, ja, Freunde, denn ich habe noch mehr für euch, Freunde, ich habe noch mehr für euch und zwar, nicht nur Tweetip, ja, der einfach nur brutalst geil aussieht, Freunde. Nein, ich habe auch Airstrike für euch. Ja, Airstrike gehört ja
Zum Element Luft ist ein Brawler Skylander. Sein Vogel heißt Birdie. Ja, Birdie. Und ich habe ihn schon gesehen, und zwar auf der Gamescom war er. Der ist ein Adventure Pack Skylander vom Griffon Park Observatory Adventure Pack. Ja, und das ist im Adventure Pack enthalten, Freunde. Da ist ein Imaginator Crystal drin vom Element Erde. Warum Element Erde gerade, kann ich euch wirklich jetzt überhaupt nicht sagen. Ja, und hier haben wir dann die dazugehörige Welt auch. Ja, so sieht es auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Ich persönlich, Freunde, ist meine persönliche Meinung, bin jetzt nicht so der große Fan von Airstrike, ja. Ich habe auch ein Gameplay für euch besorgt, das wir uns jetzt auch gleich mal zusammen anschauen werden. Ich habe da nur 2 Minuten reingeschaut, mehr habe ich auch wirklich noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, irgendwas ist an Airstrike, was mir persönlich nicht gefällt. Ich weiß noch nicht, was das ist, ja, vielleicht ändert sich das, wenn ich ihn selber mal spiele, aber irgendwas gefällt mir an ihm einfach nicht, ja. Ich werde es sowieso holen wegen dem Adventure Pack, ja, ich werde es definitiv let's playen, deswegen werden wir da auch früher oder später genaueres über ihn dann erfahren. Ich habe auch seine Story hier, Freunde, ja, ich habe die nur auf Englisch bekommen. Yvonne von MySkylanders hat die auf ihrer Facebook- bzw. Homepage myskylanders.de schon übersetzt, und ich bin jetzt einfach mal so frei, ich übernehme die jetzt einfach mal, ja, schaut auf jeden Fall bei MySkylanders mal vorbei, Link gibt's wie immer unten in der Beschreibung. Und ja, hier kann man auch sehen, dass er auf dem Vogel sogar, ja, gleiten kann, fliegen kann, was natürlich brutal cool aussieht. Ja, ob es dann wirklich auch so im Spiel ist, werden wir dann abwarten müssen. Ich frage mich immer noch, warum ein Erdelement Crystal drin ist. Ich habe keinen Plan, ja, also in meiner Meinung hätte da Luft rein gemusst, ja, also Element dann halt, aber ja, so ist es halt, ja. Gut, Freunde, kann ich sowieso nicht ändern. Wir müssen die ganze Sache abwarten. Wir schauen uns einfach mal das Gameplay an, würde ich sagen. Das machen wir mal ganz gepflegt zusammen. Und ja, dann bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt sein wird. Ja, also wo habe ich denn mein Gameplay? Wartet mal. So, los geht's, Freunde. Airstrike, Element Luft, wie gesagt, sein Vogel heißt Birdie. Er ist ein Brawler und ja, ich bin sehr gespannt, wie das da wird. Man muss schon am Anfang sagen, der Vogel ist größer als er selber. Ja, das ist schon brutalst lustig. Ich erzähle euch einfach mal kurz die Geschichte, dann schauen wir uns zusammen das Gameplay an. Ihr gönnt euch das auf jeden Fall schon mal. So, die Geschichte. Bevor Airstrike das Brawler-Training begonnen hat, trainierte er Vögel, insbesondere die seltene Blue Zephyr-Falken. Sie waren einst eine von den gefährdetsten Arten der Skylands. Airstrike brachte ihnen bei sich vor Räubern und Feinden zu verteidigen. Ja, brachte es ihnen bei. Und nicht gegen Fenster zu fliegen. Ja, das passiert öfters mal. Ja, ab und zu sehe ich auch mal wie hier Vögel. Ja, dann knallen die voll gegen die Wände. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Das knallt voll laut. Ja, ich bin froh, dass die noch nicht gegen Fenster geflogen sind. Ja. Auf einmal so ein Vogel hier drin, ey, oh Gott, ey. So, aus allen Winkeln der Skylands kamen Vögel, um Airstrikes bewährte Techniken zu lernen. Trotz ihrer neuen Verteidigungsfähigkeiten wurden die Blue Zephyr Falken weiterhin von einer Bande böser Trolle gejagt, die aus den Eiern der Vögel gerne blaue Bacon-Omelettes machen. Abartig. Die Zeit für Airstrikes Gegenschlag war gekommen. Er reist zur Spitze des Zephyr-Bergs, schlug die Trolle mit einer Hand nieder und rettete die gestohlenen Eier. Nachdem er sie zur Mutter zurückgebracht hatte, schlüpfte aus einem der Eier ein sehr energiegeladener Falke, der ihm nicht mehr von der Seite wich. Das ist der Gute hier vorne. Airstrike taufte ihn Birdie. Zusammen nutzten sie nun ihre Fähigkeiten, um Skylander zu trainieren, trotz Eons Angst vor Falken. Ja, Freunde, das ist die Geschichte von Airstrike. Ja, und da haben wir ihn auch. Das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig coole Attacke, muss ich sagen. Also die hat mir jetzt sehr gut gefallen, wenn der von oben der Falke da Federn nach unten fliegen lässt. Ja, und was mir brutals Angst macht, ist der Falke auch. Habt ihr die Augen gesehen? Alter, da kriegst du ja Panikattacken bei sowas, Alter. Richtig, richtig krass. Muss ich echt sagen. Auch eine sehr coole Attacke mit diesem Fäusten da hin und her, ja, einmal im Kreis bewegt. Hier, da sind wieder die Federn da und dann seht ihr das. Die Federn, die explodieren dann nach und nach in der Reihenfolge. Das ist natürlich auch extrem cool. Ja, da, geiler Brawler-Angriff wieder. Hat mir wirklich wieder sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich feiere das. Ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Aber die Figur selber, irgendwann ist da was mich irgendwie stört. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwann stört mich auf jeden Fall.
So, wie ihr sehen könnt, wenn er dann halt mit seiner Hand zuschlägt, ja, mit seinen Brawler-Fähigkeiten, dann, ja, schlägt der Vogel von oben natürlich auch zu. Und da erinnert mich irgendwie so ein bisschen, muss ich sagen, an Stealth Elf, und zwar an der allerersten Stealth Elf. Die hatte nämlich die Fähigkeit, dass man Schwerter über ihren Kopf machen konnte, ja. Und wenn man dann angegriffen hat, dann haben die Schwerter auch angegriffen. So war Stealth Elf in meinen Augen bei Spyro's Adventure unschlagbar gewesen. Ja, also die war wirklich richtig, richtig krass gewesen mit ihren Schwertern. Hinterher kamen natürlich alle anderen Skyliner raus, die sie dann ein bisschen den Schneid abgekauft haben. Aber in meinen Augen zählt Stealth Elf dadurch immer noch mit zu den stärksten Skylandern. Schade, dass man jetzt hier auch nicht den Schaden sehen kann. Ich frage mich persönlich, ist halt jetzt doppelter Schaden, das heißt erstmal hier mit der Hand selber, also mit der Brawler-Fähigkeit, und dann der Vogel, weil der ja nochmal extra angreift, ja, gleicher Schaden, der Vogel stärker, der Airstrike stärker, ja, das ist natürlich noch eine Frage, die ich mich persönlich stelle, die wir dann aber auch bald beantwortet bekommen, Freunde, weil es dauert nicht mehr lange, ja, dann kommt Skylanders Imaginators raus, 14. Oktober geht's auf jeden Fall los, ich bin mega gehypt drauf, ja, ich freue mich richtig. Ich kann auch, ich kann nicht mehr lange warten, muss ich sagen, Freunde, ja. Nächste Woche Sonntag ist der 25. Ja. Und ja, wenn ich drüber nachdenke, ja, letztes Jahr um diese Zeit kam Skylanders Superchargers raus. An meinem Geburtstag kam das raus. Ja, diesmal muss ich noch etwas über 2 Wochen länger warten. Ja, aber wir kriegen die Zeit rum, Freunde. Und dann starten wir auf jeden Fall wieder richtig durch. Also ich habe mich schon lange nicht mehr so auf einen Skylanders gefreut wie auf das. Superchargers war ja wirklich nicht mein Spiel gewesen, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ja, habe ich mich auch nicht so drauf gefreut gehabt. Aber diesmal, ich freue mich wirklich drauf. Also wirklich brutal. Nicht nur, weil die Figuren einfach geil aussehen. Ja, die meisten zumindest. Und ganz einfach ist einfach die Imaginators Sache, ja, man kann seinen eigenen Skylander machen, ich feiere dazu hart, ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Freunde, wie hart ich das wirklich abfeiere, ja, auf jeden Fall. Ja, da frage ich mich echt, Alter, doppelter Schaden oder ich weiß es nicht, ja. Wie können wir ihn skillen, ja? Ich stell mir 2 Wege vor. Der erste Weg ist natürlich für Airstrike selber, ja. Der zweite Weg wären vielleicht so Metallflügel, obwohl die sehen schon so metallisch aus da, so wie Klingen, ja. Also für den Birdie, na, wir müssen mal abwarten, Freunde. Es geht auf jeden Fall richtig ab da, muss ich sagen. Also keine schlechten Attacken, ja. Das geht mehr. Da hat er ihn hochgehoben und dann runtergeschleudert. Habt ihr es gesehen? Alter, wie geil. Okay, das war mega geil gewesen, Freunde. Das war mega geil. So, Freunde, wir schauen uns jetzt noch die Reste. Wir schauen uns noch einfach noch ein bisschen hier an, würde ich sagen. Eigentlich sind wir damit jetzt auch schon durch. Ja, also viel mehr Informationen, denke ich mal, kommen jetzt bald nicht mehr raus. Es wurde eine Liste gepostet, wo zum Beispiel Bad Juju draufsteht als Sensei. Wo neue Skylander-Namen draufstehen, ja, also da sind einige Namen, die so noch nicht öffentlich wurden, dann der Blastertron aus Trap Team, ja, vom Element Licht damals, wurde auch gelistet, also wurde auch draufgeschrieben auf der Liste, also, ja, wir müssen auf jeden Fall mal abwarten, Freunde, ich freue mich definitiv extremst drauf, und wenn ich diese Verpackung sehe mit diesem Tweetip Skylander, dann freue ich mich umso mehr, muss ich ganz offen und ehrlich so sagen, wie es ist. Ja. Einfach nur awesome. Freunde, das war's gewesen. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abo da lassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, Freunde, dann sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein. Und Peace.